So, Nummer 29 in Diablo 3 steht uns bevor und wie jedes Mal können wir auch diesmal wieder auf dem Testserver, dem PTR, einen vorausschauenden Blick auf die kommenden Inhalte werfen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen Bobbyversum. Mein Name ist Bobby und ich möchte mit euch zusammen heute einmal auf die neue Saison blicken. Was passiert da jetzt eigentlich alles? Was ist das Saisonthema? Welche Starter-Sets bekommen wir aus der Saisonreise? Welche Errungenschaften müssen wir dafür abschließen und was hat sich generell geändert? Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Video. Auf geht's rein da, let's go! Dieser vorausschauende Ausblick auf die neue Saison ist mittlerweile so ein bisschen zur Tradition geworden und dementsprechend wollen wir uns auch in Saison Nummer 29 der vermeintlich letzten, richtigen, echten neuen Saison in Diablo 3 damit auseinandersetzen, was uns in Saison Nummer 29 alles erwartet. Also schauen wir als allererstes mal auf die Starter-Sets, die wir aus der Saisonreise bekommen. Wenn wir Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise abgeschlossen haben, dann erhalten wir jeweils zwei Teile von diesen 6er-Sets. Wir fangen an mit dem Dämonenjäger, der bekommt des Schattens Mantelung. Und das ist damit definitiv eine sehr, 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 sehr gute Option zum Start. Denn des Schattens Mantelung hat schon im 2er-Set-Bonus einen massiven Schadensbonus von 6000%, sobald wir eine Nahkampfwaffe ausgerüstet haben. Also das ist eigentlich ein No-Brainer. Wenn ihr schnell ins Endgame wollt, schnell durch die Season durch wollt, dann ist der DH definitiv eine gute Option für euch. Dann haben wir beim Barb das Macht der Erde-Set. Das ist leider tatsächlich nicht wirklich ein gutes Starter-Set. Also es ist sowieso eins der eher ja, unbeliebteren Sets für den Barb und bringt uns weder im 2er- noch im 4er-Bonus deutliche Vorteile. Dementsprechend zum Start nicht unbedingt die beste Option. Der Zauberer bekommt die Pracht des Feuervogels. Auch dieses Set besitzt im 2er-Bonus einen Schadensbonus mit 3000%. Allerdings ist das ein Schaden über Zeiteffekt. Also wirkt nicht instant, aber ist trotzdem sehr, sehr stark. Und wir haben darüber schon einen Cheat Death. Also wir können einmal vor dem Tod gerettet werden. Ist vielleicht dann für die Hardcore-Spieler, insbesondere wenn es in den Solo-Safe-Found-Modus geht, dann doch nochmal eine Option zum Starten. Auch das natürlich ein wundervolles Set. Feuervogel spielt sich immer noch sehr, sehr gut, ist immer noch ein Top-Tier-Set, dementsprechend sehr, sehr starker Start in die Season für den Zauberer. Beim Hexendoktor sieht es so aus, dass wir das Gewand des Jadeernters bekommen und das Jadeernter-Set ist nicht unbedingt das Meta-Set, wenn es um den Endgame-Push geht oder den Leaderboard-Push geht, aber das Jade-Set hat auch einen Schadensbonus im 2er-Set-Bonus, denn dort erhalten wir den Schaden, der einer 3500 Sekunden langen Heimsuchung entspricht, was immens viel ist. Also damit kann man sehr, sehr vieles dann halt auch one-shotten, wobei eher gesagt two-shotten, weil der Gegner muss schon heimgesucht sein. Das heißt, wir müssen ihn schon mit Heimsuchung getroffen haben. Aber danach ist er in der Regel instant tot. Also auch der Hexendoktor definitiv einen sehr, sehr schnellen Start in die Season. Hexendoktor sowieso eine Klasse, die sehr schnell levelt. Dann noch so ein schönes Starter-Set. Damit ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, um schnell in die Saison reinzukommen. Dann haben wir beim Mönch das Sunwuku-Set. Gewandung des Affenkönigs ist zum Starten nicht unbedingt zu gebrauchen. Hat weder im 2er- noch im 4er-Bonus irgendwelche nennenswerten Vorteile für uns. Dementsprechend erst interessant, wenn wir da auch den 6er-Bonus von voll haben. Beim Kreuzritter ist es das Dorn des Ansuchers-Set. Das ist der Dornenbild. Auch das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Ist eine wundervolle Spielweise. Nicht unbedingt die beliebteste, muss ich sagen. Aber auch hier haben wir einen kleinen Schadensbonus im 2er-Set enthalten. Und dementsprechend, ja, dadurch, dass auch der Krusi eine neue Spielweise bekommt, also ja, einen neuen Speedfarm-Bild bekommt, ist auch der Krusi eventuell halt wirklich eine gute Option für den Start in die Season. Dann haben wir zu guter Letzt den Necro. Der Necro bekommt das Gnade des Inarius-Set und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für den Necro kein gutes Set zum Start. Aber sind wir mal ehrlich, der Necro braucht gar kein Set, um gut in so eine Saison reinzustarten, denn der Necro ist von Haus aus sehr, sehr stark aufgestellt, wenn es um den Start in eine Season geht. Wir können über den Edelstein Vermächtnis der Träume sehr, sehr viel erreichen beim Necro und sind damit auch in 0, nichts im Endgame enthalten. So viel zu den Klassensets, zu den Starter-Sets. Wenn ihr meine persönliche Empfehlung haben wollt, schnellster Start mit dem Dämonenjäger oder aber mit dem Hexendoktor. Das sind zwei Optionen, die sehr, sehr gut funktionieren für den Start. Einfach nur, um halt wirklich bis Etappe 4 Abschluss zu kommen und dann ein 6er-Set zur Verfügung zu haben. Die beiden werden definitiv durch die ersten Stunden der Season fliegen. Dann haben wir natürlich wieder Errungenschaften, die wir abschließen können. Diese Errungenschaften sollten wir abschließen, damit wir dann letzten Endes die Saisonreise abschließen können.
Und damit wir das tun können, damit wir die Saisonreise abschließen können, brauchen wir 3 abgeschlossene Errungenschaften. Und Leute, das wird diesmal eher nicht so ein Spaziergang, wie man das gewohnt ist, denn es sind halt irgendwie eine sehr ungünstige Kombination von Errungenschaften vorhanden. Wir gehen mal eben einmal durch. Wir haben einmal Habgier oder auch Goldgier dann im Hardcore-Modus, schließen 50 Millionen Goldsträhne außerhalb des Reiches der Schätze und des zentralen Tresors ab. Easy peasy, das kann jeder schaffen, das bekommt man definitiv hin. Dann haben wir hier den Geschwindigkeitswahn. Schließt die Akte 1 bis 5 im Hardcore-Modus auf der Maximalstufe in unter einer Stunde ab. Das gleiche gibt es auch für den Softcore-Modus. Alle 5 Akte des Spiels unter einer Stunde. Ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn man das versucht und dann irgendwie ein paar 60 Minuten braucht und dann wieder von vorne anfangen muss. Also das ist auf jeden Fall eher eine Errungenschaft, die nicht so gerne gemacht wird und die auch nicht so ganz ohne ist. Dann haben wir hier des Weiteren erreicht ein großes Nephalem-Portal im Solospiel der Stufe 45, ohne dass euer Held Z-Gegenstände angelegt hat. Auch das ist sehr, sehr einfach machbar. Diese ganzen Errungenschaften stammen noch aus der Zeit, wo Qual 10 aktuell war. Das entspricht, glaube ich, Stufe 45, kann auch Qual 11 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist super einfach zu schaffen. Die Items, die wir zur Verfügung haben, die Multiplikatoren, die wir auf den Items zur Verfügung haben, ermöglichen uns das in 0, nichts, ein ja, GR der Stufe 45 auch ohne Set-Gegenstände abzuschließen. Dann haben wir hier die Portalomanie, erreicht ein großes Nephalem-Portal im Solospiel der Stufe 55 mit allen Boni von 6 der folgenden Klassensets aktiv. Dafür brauchen wir mindestens 2 unterschiedliche Klassen, denn wir haben pro Klasse nur 5 unterschiedliche Sets und dementsprechend brauchen wir mindestens eine weitere Klasse, um eben 6 Klassensets abzuschließen oder mit 6 Klassensets das abzuschließen. Ja, und dann haben wir hier noch den Meister aller Klassen, welches wohl die unbeliebteste Herausforderung, Errungenschaft in so einer Saison überhaupt darstellt im gesamten Spiel. Meistert 8 der unten aufgelisteten Set-Portale. 4 gibt es pro Klasse, das heißt also, wir brauchen auch dort 2 Klassen, um das überhaupt machen zu können. Und es reicht halt eben nicht, Set-Portale abzuschließen, sondern wir müssen die Meisterschaft da drin erreichen, was teilweise nicht wirklich Spaß macht. Es ist wirklich, wirklich sehr müßig und manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln mit diesen Set-Portalen. Dementsprechend kann ich auch da nicht empfehlen, das abzuschließen. Ich würde euch empfehlen, Habgier bzw. Goldgier und dann haben wir hier, sonst wäre es ja zu einfach oder übermenschlich, halt je nachdem, in welchem Modus ihr unterwegs seid. Das sind die beiden Errungenschaften, die super easy gehen. Die dritte Errungenschaft kann man so ein bisschen cheesen. Die dritte Errungenschaft ist halt möglich, wenn wir das im Hardcore-Modus abschließen. Also wenn wir jetzt normalerweise Softcore spielen, machen hier die Goldsträhne und eben das 45er-Portal. Machen uns danach noch auf dem gleichen Account einen Hardcore-Helden und schließen dann nochmal eben diese Habgier-Goldsträhne ab oder eben ein Solo-Portal der Stufe 45 und haben darüber dann die 3 Errungenschaften zusammen. Es gibt einen neuen Spielmodus, Solo Self-Found. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, ist auf dem PTR gerade diese ganze Saisonreise-Thema und so weiter ist komplett verbuggt. Es bleibt ständig hängen, man fliegt auch ständig aus dem Spiel und kann sich dann wieder nicht richtig einloggen. So dass ich das nicht hundertprozentig richtig austesten konnte, ob das auf diesem Wege auch so funktioniert, dass man einmal im Softcore-Modus ganz normal das machen kann und dann im Softcore-Modus Solo Self-Found das nochmal machen kann. Kann ich euch noch nicht genau sagen. Vielleicht finde ich es noch raus, solange der PTR live ist, dann schreibe ich es noch unten unter das Video in die Kommentare. Das also die Errungenschaften und die Starter-Sets. Es gibt natürlich auch wieder Belohnungen aus der Saison und das Lustige ist, dass sie uns diesmal schon im Vorfeld gezeigt werden. Also wir bekommen diesen Porträtrahmen hier für den Abschluss. Das ist einmal angelehnt an König Leoric, den wahnsinnigen Skelettkönig hier. Sieht sehr, sehr gut aus, finde ich persönlich. Und wir bekommen diesen kleinen Gefährten, einen kleinen Falken oder was auch immer das für ein Vogel sein soll. Auf jeden Fall auch den finde ich sehr, sehr schick. Ist toll geraten und ja, ich finde es gut, dass wir das jetzt im Vorfeld schon sehen können. Ich wollte es mir eigentlich schon freispielen, um euch das auch im Game dann halt schon zeigen zu können. Aber wie gesagt, Saisonreise ist momentan komplett verbuggt und funktioniert einfach nicht, nicht korrekt und ich wollte eigentlich auch ausprobieren, ob es denn möglich ist, ein zweites Starter-Set im Solo-Self-Found-Modus zu bekommen. Auch das konnte ich nicht hundertprozentig verifizieren. Ich habe es soweit verifiziert, dass es zum momentanen Zeitpunkt, so wie es auf dem PTR jetzt heute live ist,
nicht funktioniert. Wir bekommen nur ein einziges Starter-Set. Weder im Hardcore-Modus noch im Solo-Safe-Found-Modus können wir uns ein zweites Starter-Set über die Saisonreise verdienen. Das ist der momentane Status. Vielleicht ändert sich da auch noch was dran. Sollte das so sein, schreibe ich auch das unten unter das Video in die Kommentare. Dann wollen wir jetzt natürlich nochmal über die Änderungen sprechen. Und wenn wir jetzt gerade schon über die ganzen Saisonreise-Themen gesprochen haben, möchte ich auch da nochmal auf die Saisonreise verweisen. Denn es gibt eine massive Änderung, die sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich einfach freuen wird. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir hier auf der Stufe schlechter einmal dieses von wegen gesettelt machen müssen, schließt ein Setportal ab, wenn ihr 6 Teile eines Klassensets tragt, könnt ihr und so weiter. Also wir müssen ein Setportal betreten und erfolgreich beenden. Wir müssen es auf dieser Stufe nicht meistern. Und früher war es halt so, dass wir dann auf der nächsten Stufe auf Champion mussten wir dann dieses Setportal meistern. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, das wurde komplett aus dem Spiel entfernt, wurde sich schon so lange gewünscht, dass es entfernt wird. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Und wir müssen dafür trotzdem etwas meistern. Es ist aber diesmal kein Setportal, sondern es ist ein heilender Albtraum. Das sind diese Albtraumportale aus den erstarrten Schreien. Sehr viel einfacher als ein Setportal zu meistern. Absolut nicht so nervig. Man muss sich damit nicht großartig auseinandersetzen. So ein Schrei läuft man früher oder später eh und schließt diesen Punkt dann definitiv auch ohne Probleme ab. Sehr, sehr schöne Änderung. Ob es funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil, wie gesagt, Saisonreise einfach noch komplett durch ist. Eine weitere große Änderung, die mit Saison Nummer 29 ins Spiel kommt, ist natürlich das Thema, dass wir einen neuen Spielmodus haben, diesen Solo-Safe-Found-Modus eben schon angesprochen. Ich zeige euch mal ganz kurz, worum es dabei geht, muss dafür aber einmal ganz kurz mein Kamerabild ausblenden. Denn genau dort, wo mein Kamerabild ist, sind die entsprechenden Informationen auf dem Bildschirm jetzt gleich zu sehen. Also, dieser neue Spielmodus Solo-Safe-Found ist wie folgt zu verstehen. Wenn wir hier einen neuen Helden erstellen, können wir natürlich erstmal sagen, dass es ein saisonaler Held sein soll. Wir können optional natürlich noch anhaken, ob es ein Hardcore-Held sein soll und haben dann bei dem saisonalen Helden hier die Möglichkeit, dass es ein eigenmächtiger Solo-Held ist. Und das bedeutet, dieser eigenmächtige Solo-Held ist dementsprechend so zu verstehen, dass wir nicht mit anderen Spielern in eine Gruppe können. Wir können nicht mit anderen Spielern interagieren, dass wir irgendwie mit denen zusammen spielen, in einem Spiel mit denen zusammen sind oder uns irgendwie austauschen, was die Items angeht, handeln, was auch immer. Sondern wir müssen tatsächlich alles alleine machen. Dieser Modus ist komplett losgelöst von dem normalen saisonalen Modus, sprich Saisonreise ist separat mit kleinem Vorbehalt. Ich weiß nicht, ob sich noch was dran ändert. Aber auf jeden Fall ist dort tatsächlich alles separat. Wir haben getrennte Leaderboards, wir haben Bestenlisten, in denen man sich dann wirklich nur mit Solo-Charakteren messen kann. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn wir von Bestenlisten und Vergleichbarkeit sprechen, müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz über ein weiteres Feature aus Saison Nummer 29 sprechen. Und zwar ist es das Paragon Cap. Wir haben in Saison Nummer 29 ein Cap auf unserem Paragon. Das heißt, wir können maximal 800 Paragon-Punkte verteilen, haben aber die Möglichkeit dafür 200 Punkte in eine einzige Kategorie hier, Unterkategorie zu verteilen. Also ich könnte alle 200 Punkte hier in meinen Mainstat verteilen, könnte aber auch alle 200 Punkte in zum Beispiel Abklingzeitreduktion packen bei dem offensiven Reiter. Also wir haben pro Reiter eben 200 Punkte zur Verfügung, sind aber komplett frei in der Verteilung. Eine Frage, die jetzt immer wieder aufgetaucht ist, auch in den Streams und so weiter, wie schaut das im nicht-saisonalen Bereich aus? Gibt es da jetzt auch dieses Cap? Ist mein ganzes Paragon weg und so weiter und so fort? Ich kann es natürlich auch nur so sagen, wie ich es hier auf dem PTR erlebe. Momentan auf dem Testserver ist der nicht-saisonale Bereich nicht von dieser Änderung betroffen. Auf dem Testserver ist im nicht-saisonalen Bereich ganz normal sämtliche Paragon-Punkte vorhanden und auch die alte Verteilung der Paragon-Punkte ist dort möglich. Das heißt, wir haben dann nur die Möglichkeit, 50 Punkte pro Unterkategorie hier zu verteilen und müssen alles, was über die 800 Punkte hinausgeht, dann hier in den Mainstat oder in Vitalität investieren. Das zum Paragon. Jetzt möchte ich natürlich abschließend mit euch noch ganz kurz über das Saisonthema sprechen. Es gibt natürlich ein
Saisonthema in Saison Nummer 29. Es gibt auch noch ein paar Änderungen an den Charakterklassen oder besser gesagt an drei Klassen gibt es kleinere Änderungen. Dazu möchte ich in diesem Video hier nichts sagen. Dazu kommt noch ein weiteres Video, aber wir möchten natürlich noch ganz kurz über das Saisonthema sprechen und dazu zeige ich euch jetzt nochmal einfach so ein Portal, welches das Saisonthema repräsentiert. Und da sind wir auch schon. Das, was ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht, ist so ein Portal aus dem Saisonthema. Ich habe bereits zu diesen Portalen ein separates Video gemacht, in dem ich euch ganz ausführlich erkläre, wie das alles funktioniert und was es da drin alles zu erbeuten gibt. Schaut da unbedingt nochmal rein, wenn ihr wirklich detaillierte Informationen über das Saisonthema von Saison Nummer 29 haben wollt. Ich fasse das jetzt hier einmal ganz kurz zusammen. Wenn man in Saison Nummer 29 in der offenen Spielwelt, also nicht in irgendwelchen Nephalem-Portalen oder großen Nephalem-Portalen unterwegs ist und Gegner tötet, besteht eben eine Chance, dass ein solches Portal aufgeht. In diesem Portal findet man dann ganz kleine Karten und verschiedene Gegnertypen, die einem das Leben zur Hölle machen wollen. Und wenn wir die Gegner töten, haben wir auch da wieder eine Chance, weitere Ebenen von diesen Portalen aufzumachen. Je weiter wir fortschreiten in diesen Portalen, desto mehr Beute bekommen wir hier natürlich. Wir haben Ebenen, da stehen teilweise nur Goblins drauf rum. Wir haben Ebenen, wo nur Rift Guardians drauf rumlaufen. Und wir haben Ebenen, wo halt nur Elite-Gegner drauf rumlaufen. Insgesamt erbeuten wir in diesen Portalen sehr, sehr viele Atem des Todes. Hier auf dem PTR natürlich halt auch immer viele legendäre Gegenstände. Und wenn wir auf der letzten Ebene des Portals angekommen sind, dann erscheint dort ein Goblin. Dieser einzelne Goblin lässt logischerweise ein bisschen Loot fallen. Der despawnt auch nicht, wenn man den hittet, und der hinterlässt eine solche Truhe hier. Und in dieser Truhe sind halt, je nachdem wie viele Ebenen man gelaufen ist, je nachdem wie viele Ebenen man hatte in diesem Portal, sind in dieser Belohnung eine unterschiedliche Anzahl von Kopfgeldmaterialien aus jedem Akt enthalten. Das sind so 5er-Schritte, glaube ich, teilweise auch irgendwie ein bisschen mehr. So ganz habe ich den Rhythmus noch nicht rausgefunden. Fängt aber auf jeden Fall dabei an, dass wir 20 Kopfgeldmaterialien bekommen. Dann geht das ab 5 Ebenen geht das hoch auf 40 Kopfgeldmaterialien. Und ich habe sogar schon einen Screenshot gesehen. Schönen Dank an Lotti an dieser Stelle nochmal. Dass es auch mehr als 40 Kopfgeldmaterialien gibt. Das höchste, was ich bisher gesehen habe, ist 60 pro Stück. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf, dann läuft hier ein Timer los. Das heißt, ich habe hier noch die Möglichkeit, jetzt 30 Sekunden lang diese ganzen Sachen einzusammeln. Da ist auch ein Portalschlüssel drin für ein großes Nephalem-Portal. Und wie gesagt, jetzt, wir hatten keine 5 Ebenen, also sind es nur 20 Kopfgeldmaterialien. Die haben wir jetzt eingesackt. Das Ganze hat ungefähr 3 Minuten gedauert, wie ich dieses Portal jetzt durchgelaufen bin. Und ich habe euch nebenbei noch erklärt, wie das funktioniert. Der große Knackpunkt an diesen Dingern ist natürlich, Kopfgeldmaterialien ist eine schöne Sache. Wir brauchen, wenn wir im Solo-Safehound-Modus nicht unterwegs sind, brauchen wir nicht einen kompletten Kopfgeld-Bounty-Run machen. Alleine, um an 20 Kopfgeldmaterialien zu kommen, sondern wir machen einfach so ein paar Portale und haben Kopfgeldmaterialien ohne Ende zur Verfügung. Das Schöne an diesen Kopfgeldmaterialien ist natürlich, dass wir damit unsere Ausrüstung umrollen können. Das Problem, was daraus aber entsteht, ist die Tatsache, dass wir zum Umrollen unserer Gegenstände zwar 5 Kopfgeldmaterialien aus jedem Akt brauchen. Sprich, wenn wir jetzt so eine 40er-Kiste, was meiner Meinung nach die häufigste Kiste ist, die aufgetaucht ist, wenn wir so eine 40er-Kiste haben, können wir 8-mal theoretisch umrollen, bräuchten dazu aber 400 vergessene Seelen und ja, selbst mit dem Buff auf dem PTR reichen diese Portale definitiv nicht aus, um diese Anzahl an vergessenen Seelen in der gleichen Zeit zusammenzubekommen. Dementsprechend wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir zwar Kopfgeldmaterialien ohne Ende haben, aber uns die vergessenen Seelen ausgehen. Ich fände es ganz angebracht, wenn aus dieser Belohnung, tatsächlich aus dieser Kiste, die passende Anzahl an vergessenen Seelen dazu rauspurzelt, weil dann erfüllt das Saisonthema genau seinen Zweck. Wir haben in Saison Nummer 29 dieses Paragon Cap. Das Paragon Cap resultiert darin, dass unsere Ausrüstung wieder eine Bedeutung bekommt. Die Werte auf unserer Ausrüstung bekommen eine Bedeutung. Das heißt, es ist wichtig, dass wir unsere Gegenstände neu ausrollen, um eben möglichst einen guten Roll auf unseren Items zu haben, um uns in den Solo-Bestenlisten mit dem Paragon Cap mit anderen messen zu können. Und dann dementsprechend kommt es auf die Spielweise drauf an und auf die Ausrüstung, die wir zur Verfügung haben.
Wäre schön, wenn wir nicht nur die Kopfgeldmaterialien, sondern gleich halt auch die vergessenen Seelen mitgeliefert bekommen, denn dann ist das eine runde Sache, dann haben wir die Möglichkeit, über diese Portale unsere Ausrüstung wirklich zu optimieren. Falls das irgendjemand bei Blizzard sehen sollte und das irgendjemanden interessiert, bitte Leute, denkt da nochmal drüber nach, es wäre wirklich eine willkommene Änderung. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Saison 29. Ich freue mich auf eure Gedanken in den Kommentaren. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr zur neuen Season denkt. Habt ihr Bock drauf oder nicht? Ich freue mich tierisch darauf. Das liegt aber mehr daran, dass ich den Saisonstart mit euch zusammen halt immer sehr feiere und wir immer eine geile Zeit haben im Stream und auch generell in den Videos in der Season. Einfach, es macht einfach super Laune. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.